Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem YouTube-Kanal. In diesem Video geht es um das Thema Krafttraining und Muskelaufbau und wie du dein Training gestalten solltest, um entweder eins von den beiden maximal zu erreichen oder beides vielleicht miteinander zu kombinieren. Let's go! Herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Ich befinde mich immer noch im gleichen neuen Trainingscycle, der diese Vlog-Reihe hier gerade umfasst. Und es dreht sich um eine Kombination von olympischem Gewichtheben, Maximalkrafttraining und damit wieder die Muskulatur aufzubauen, die ich brauche, um entweder gut in meinem Sport zu sein oder einfach gut auszusehen bzw. viel Muskeln zu haben. Das ist das, was mir gefällt. Ja, ich habe gerade gegessen. Wir sind jetzt ready. Isabelle und ich trainieren heute zusammen im Keller. Das ist heute die zweite Trainingseinheit. Heute Morgen war ich sprinten. Und jetzt geht es für mich im Keller zum Training. Und danach werden wir mal auseinandernehmen, wie, wo, was Training bedeutet zum Muskelaufbau und zum Krafttraining, also das Steigern der Maximalkraft und wie man das Ganze kombiniert und welche Perspektive man darauf werfen sollte, diese beiden Sachen zu verstehen und so gut und schlau miteinander zu kombinieren für einen maximalen Erfolg. Also jetzt runter ins Training und erstmal ein paar Gewichte heben und danach ganz genau auseinandernehmen, wieso, weshalb, warum trainiere ich das so.
erstmal Unterschiede in der Perspektive auf Muskelaufbautraining, also reines Hypertrophietraining, reines Training, um mehr Muskelmasse zu bekommen, also einen größeren Muskelbauch und stärker zu werden, also in der Lage zu sein, mehr Gewicht zu bewegen, sind zwei voneinander unterschiedlich zu betrachtende Abläufe, aber sie haben sehr, sehr viel miteinander zu tun. Denn Muskeln aufbauen, das heißt mehr und größere Muskelbäuche zu bekommen, führt im Endeffekt über kurz und auch über lang dazu, dass du in der Lage bist, mehr Gewicht zu bewegen. Trotzdem bist du in der Lage, aus der Trainingsperspektive mit der Muskulatur, die du hast, mit dem richtigen Training auch in der Lage zu sein, mehr Gewicht zu bewegen. Das sehen wir in allen Körpergewichtssportarten, olympisches Gewichtheben, Powerlifting, dass die Athleten zum Wettkampftag ein gleiches Körpergewicht haben innerhalb ihrer Gewichtsklasse, aber in der Lage sind, mehr Gewicht zu bewegen als jemand anders. Woran das liegt und wie man das trainiert, darum geht es genau in diesem Video. Wenn wir uns ansehen, wie Kraftzuwachstraining funktioniert, ist es eigentlich in der Theorie relativ einfach. Die Person, die in der Lage ist, eine Bewegung, einen Bewegungsablauf effizienter auszuführen, also in Relevanz gegen die Schwerkraft innerhalb der bewegenden Achse so wenig Energie wie möglich zu verschwenden, weil die Varianz der Bewegung, also das Abweichen von der Optimalform, so klein wie möglich ist, die ist in der Lage, mehr Gewicht zu bewegen als jemand, der darin schlechter ist. Dazu kommt die Person, die die Muskelfasern, die sie hat, die Größe der Muskelfasern, die sie hat, also die Muskelbäuche, so viele Muskelfasern wie möglich gleichzeitig mit einem Impuls kontrahieren lassen kann, ist auch stärker als die Person, die das schlechter kann. Das nennt man Maximalkraft. Maximalkraft ist die Fähigkeit, mit einem oder mit wenigen prägnanten Impulsen so viele Muskelfasern wie möglich gleichzeitig kontrahieren zu lassen und eine Last zu bewegen. Das ist Maximalkraft. Das bedeutet, dass nur weil die Person größere Muskelbäuche hat, sie nicht unbedingt stärker ist als eine andere Person, wenn die andere Person besser in der Lage ist, mehr Muskelfasern gleichzeitig in der richtigen Bewegung kontrahieren zu lassen und mehr Last zu bewegen. Dementsprechend ist das Training für Maximalkraftentwicklung, also reines Krafttraining, stärker werden, ein anderes Training als breiter werden. Beim breiter werden geht es darum, einen größeren Muskelquerschnitt zu erreichen, also mehr Masse zu generieren. Und beim Maximalkrafttraining geht es darum, die Masse, die man hat, effizienter zu nutzen. Nun kann man mit Hypertrophietraining, mit Muskelaufbautraining stärker werden und man wird während des Muskelaufbautrainings auch stärker. Ich erkläre gleich warum. Das heißt aber nicht, dass man so viel stärker wird, wie man vielleicht werden würde, wenn man Maximalkrafttraining machen würde. Hypertrophietraining bedeutet, du arbeitest in einem Wiederholungsbereich zwischen, nehmen wir die große Grauzone mit, 4 bis 15 Wiederholungen mit so viel Last wie möglich, so nah wie möglich an ein Muskelversagen. Also du bringst den Muskel dazu, der Last nicht mehr widerstehen zu können, beziehungsweise die Last nicht mehr bewegen zu können und quasi nah am Kaputtgehen zu sein. In diesem Prozess wird die Muskulatur danach regeneriert und die Muskelfasern bilden sich stärker nach, weil der Körper adaptieren will, um der Belastung das nächste Mal standhalten zu können. Das ist also ein reiner biologischer Schutzeffekt, den man da ausnutzt. Bei Maximalkrafttraining versucht man zu verbessern, wie man in der Lage ist, eine Bewegung auszuführen und Muskulatur gleichzeitig kontrahieren zu lassen, maximal, um mehr Muskelfasern gleichzeitig ansteuern zu können, um am Ende mehr Gewicht zu bewegen. Das ist also ein signifikanter Unterschied. Bei der einen Sache versucht man, den Muskelbauch zu vergrößern, bei der anderen Sache versucht man, den Muskelbauch effizienter zu nutzen. Beim Hypertrophietraining in diesen Wiederholungsbereichen wird man trotzdem stärker, logischerweise, weil der Muskelbauch wird ja größer, er ist mehr in der Lage, großen Lasten zu widerstehen, also kannst du dann auch wieder größere Lasten rauflegen. Du wirst aber signifikant schneller, stärker, wenn du Maximalkrafttraining machst, also wenn du ganz genau trainierst, ja, ich möchte jetzt schneller sprinten, ich möchte jetzt schneller in der Lage sein, die Muskulatur schnell, prägnant und gleichzeitig kontrahieren zu lassen. Gleichzeitig wird der Hypertrophie-Trainierende die Bewegungen tendenziell auch deutlich langsamer und weniger dynamisch ausführen und relativ weit weg sein immer von dem Maximalkrafttraining, was ihn auch in der Maximalkraftperspektive viel, viel weniger stärker macht.
Aber das Potenzial des Hypertrophie-Trainierenden ist natürlich riesengroß, weil er einfach einen viel größeren Muskelbauch hat, aus dem er am Ende schöpfen könnte, wenn er Maximalkrafttraining machen würde. Das heißt, er hat ein viel, viel größeres Potenzial, während der, der gerade auf dem Peak unterwegs ist, natürlich sein Potenzial reduziert, weil er seine aktuelle Leistungsfähigkeit nach oben bringt. Deshalb gehören Hypertrophietraining und Maximalkrafttraining in der Trainingsplanung und in der Strength-Performance-Entwicklung natürlich zusammen. Das eine geht um das andere nicht, und wenn man bei dem einen an ein Limit rankommt, sollte man das andere nutzen, um dann am Ende wieder dazwischen variieren zu können. Das heißt, da besteht ein großer, großer Kreislauf, warum diese beiden Dinge auch oft miteinander verschmelzen, und ich versuche in den Trainingsplänen, die ich schreibe, in der Regel beide Sachen so zu kombinieren, dass man so nachhaltig wie möglich nach oben kommt, ohne von extremer zu extremer wechseln zu müssen, weil ich glaube, dass der Sweet Spot, diese Grauzone in der Mitte, den meisten Erfolg bringt, wenn man noch nicht so weit entwickelt ist, dass man wirklich sagt, man ist so nah an der großen, großen Leistungsspitze, dass man da große Wechsel machen muss, wie zum Beispiel Weltklasse-Gewichtheber, Weltklasse-Strongman, Weltklasse-Powerlifter. Aber die Allgemeinheit, der normal nicht fast fertig austrainierte, hat sehr, sehr große Erfolge, wenn er beide Sachen miteinander kombiniert, nicht kommuniziert, wenn er beide Sachen in der Mitte miteinander kombiniert und beide Bereiche seiner Maximalkraft und seiner Muskulaturentwicklung nutzt, weiterentwickelt und auch versteht, warum er das Ganze tut, um einfach auch den richtigen Elan da reinzugeben, damit du verstehst, warum machst du hier 8 Wiederholungen zum Muskelversagen und warum macht jemand anders 3 Wiederholungen nicht bis zum Muskelversagen, sondern bei maximalem Tempo und bei maximaler Qualität. Wo sind da die Unterschiede und was kann man wofür nutzen? Denn wenn man das versteht, hat man wahrscheinlich auch wieder viel, viel mehr Bock, diese Dinge zu trainieren, die jetzt im allerersten Moment vielleicht gar nicht so geil aussehen. Aber wenn man darüber nachdenkt, was sie bringen, hat man vielleicht einfach die Motivation, die auch vernünftig zu machen. Als kurze Zusammenfassung zwischen diesen beiden Dingen: Hypertrophietraining ist nachhaltig sehr belastend für die Muskulatur. Wir bringen der Muskulatur Schaden bei, damit regeneriert sich die Muskulatur, kommt stärker zurück und wird quasi größer in Wiederholungsbereichen von 4 bis 15, 20 Wiederholungen, da wo wir den meisten Damage erzielen können, je nachdem, ob wir großkettige Bewegungen machen wie Kniebeugen oder sehr isolierte Bewegungen wie zum Beispiel den Bizep Curl, wo wir versuchen, einen Muskel zu isolieren. Da gehen mehr Wiederholungen zum Muskelversagen, ohne dass die Form besonders krass abnimmt. Wenn wir in der Kniebeuge 20 Wiederholungen zum Muskelversagen machen, nimmt die Form halt einfach krass ab, und deshalb macht man das eher selten, aber es kommt dort auch vor. Das heißt, Hypertrophietraining ist auch sehr, sehr nachhaltig belastend für deine Trainingsleistung. Wenn du die Muskulatur mit Hypertrophietrainings derartig belastest und zerstörst, bist du natürlich am nächsten Tag und die Tage darauf in dieser Regenerationsphase viel, viel weniger leistungsfähig. Das heißt, der Regenerationsprozess im Hypertrophietraining ist sehr, sehr viel langwieriger. Deshalb kann man die Muskeln und muss man die Muskeln nicht so oft in dieser Art und Weise maximal belasten. Im Maximalkrafttraining ist die Belastung auf die Muskulatur als Struktur viel geringer, weil wir sie nicht nachhaltig zum Muskelversagen ermüden. Wir bewegen uns in Wiederholungsbereichen zwischen 1 und 6, würde ich mal sagen, aber eher zwischen 2 und 4. Das ist so der prägnante Bereich, wo ich es am meisten trainieren würde. 1 natürlich auch, aber das trainiere ich in der Regel nicht so viel, weil es nicht Teil meines Sports ist. Aber wenn dein Sport Powerlifting, Gewichtheben ist, dann ist eine Wiederholung deine Zielwiederholung. Was da passiert, ist Folgendes: Wir wollen schaffen, dass die Technik, die Ansteuerung der Bewegung und der Muskulatur besser wird, ohne die Muskulatur nachhaltig zu zerstören und zu ermüden. Das ist nicht die erste Wahl, das gehört mit dazu, das kommt auch vor, aber das Ziel des Maximalkrafttrainings ist, das Nervensystem dahingehend zu trainieren, mehr Muskelfasern gleichzeitig ansteuern zu können. Das bedeutet auch, dass der Muskelkater, den du bekommst, oder die Belastung, die Regenerationszeit viel, viel kürzer ist. Denn Regenerationsprozesse in unserem Nervensystem, Stoffwechsel, Endprodukte abzutransportieren, ist sehr viel einfacher, geht sehr, sehr viel schneller, als die Muskulatur nachhaltig zu zerstören und dann hier regenerieren zu müssen. Das heißt auch, dass Muskeln aufbauen, der viel langwierigere Prozess ist, als am Ende die Peak-Performance dann daraus quasi zu nehmen, aus deinem Potenzial, bis zum gewissen Punkt. Irgendwann dreht sich das Ganze dann um, weil gerade in Gewichtsklassensportarten natürlich dann mehr Muskeln nicht mehr viel mehr bringen. Aber es ist immer ganz abhängig davon, was deine Sportart ist. Letztendlich, Maximalkrafttraining
geht aber dadurch, dass die Lasten noch höher sind, mehr an die Substanz, was deine Gelenke und deine Technik angeht. Wenn du hohe Lasten bewegst, nah an deinen Bestwerten, dann nimmt deine Form in der Regel ab und dadurch wird die Belastung auf die Gelenke ein bisschen höher, was dazu führt, dass einfach die Belastung auf die Gelenke in der Regel nach oben geht, weil du einfach in der Form abnimmst und deshalb Strukturen anders belastet, als du sie belasten würdest bei Gewichten, die du easy machen kannst in dem Wiederholungsbereich von 5 bis 8, um Hypertrophietraining zu machen. Das heißt, für dein Training musst du dir immer überlegen, möchtest du gerade Muskeln aufbauen, möchtest du die beiden Sachen kombinieren. Wenn du es kombinieren wirst, erst die Maximalkraftgeschichten, dann das Hypertrophietraining, wie immer von schnell zu langsam oder von schneller maximaler Kontraktion zu anhaltender, langwieriger, langfristiger Kontraktion. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen Perspektive geben auf den Unterschied zwischen Maximalkrafttraining und Kraft-Muskelaufbautraining und wie man das Ganze zusammen benutzen kann. Wenn du irgendwelche Fragen hast, gerne unten in die Kommentare. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt ganz, ganz viel Spaß bei deinem nächsten Training. Ich hoffe, ich konnte dich motivieren, beide Sachen nachhaltig zu trainieren, um mehr Muskeln zu bekommen und auch stärker zu werden. Wenn du da noch irgendwelche Fragen hast, unten. Ansonsten tu mir den Gefallen, abonniere den Kanal, like dieses Video, abonniere die Glocke, damit du nicht was von dem nächsten Video rausbringst. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt ganz, ganz viel Spaß bei deinem nächsten Training. Und wir sehen uns hier bald wieder zu einem weiteren Video auf meinem YouTube-Kanal. Tschüss!